Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem nächsten Bauvlog. Ich stehe hier gerade wieder im Babyzimmer und falls ihr den letzten Teil gesehen habt, dann ja, wisst ihr, dass wir gerade hier ein Babyzimmer umbauen. Und jetzt wollte ich euch einmal zeigen, was wir oder was Felix jetzt noch so die letzten Tage geschafft hat. Denn im letzten Bauvlog war das noch gar nicht zu sehen. Und heute geht es hier auch weiter. Er möchte jetzt heute noch weitermachen, genauso wie morgen. Und genau, da wollen wir euch dann mitnehmen. So, hier ist also das Kinderzimmer. Und Felix hat jetzt hier vorne schon diese Wand mit Rehgips fertig. Wie ihr seht, zeige ich euch gleich mal von der anderen Seite. Und auch geradeaus, die kleine Wand, die wir gestellt haben im letzten Video, die ist jetzt auch schon mit Rehgips fertig. Genauso wie das kleine Deckenstück. Und auch hier oben die restliche Decke. Genauso. So, hier seht ihr also die Wickeltischwand sozusagen. Da kriegst du, wie gesagt, auch schon Rehgips. Da oben ist noch nicht fest, Schatz. Nee, ich weiß, das ist auch noch nicht geschnitten. Okay. Ja, also das hat ihr auf jeden Fall auch schon fertig. Und jetzt fehlt da noch so ein kleines Stück. Und hier seht ihr, wie gesagt, die Wand ist auch schon soweit fertig. Und die Decke, wie gesagt, auch bis hier oben. Also da fehlt noch so ein kleines Stück. Und da vorne eben noch. Aber sonst ist das auch schon alles fertig hier. So, meine Lieben, es ist mal wieder Zeit für ein kleines Update, was das Babyzimmer angeht. Wir haben euch das letzte Mal wieder nicht beim Baustellentag mitgenommen. Es tut mir total leid. Aber Felix wollte es nicht. Er wollte in Ruhe arbeiten und dementsprechend, genau, habe ich ihn in Ruhe gelassen. Und dementsprechend haben wir nicht gefilmt. Aber vielleicht passiert heute was oder jetzt am Pfingstwochenende und dementsprechend, genau, vielleicht kommt wieder noch das eine oder andere zu sehen. Jetzt wollte ich euch erstmal ein kleines Update geben. Wir gehen jetzt mal rein und dann zeige ich euch alles. So. Hupsala, da kommt uns schon der Lichtschalter entgegen. Das ist nämlich auch schon das Erste, was hier fertig ist. Denn es ist komplett stromfertig inklusive Licht. Und dann gehen wir mal rein. Oh mein Gott, es riecht hier so gut. Denn es ist geschwachtelt. Schaut mal. Und ich liebe diesen Geruch von frischem Spachtel. Einfach Wahnsinn. Ja, also ich könnte hier die ganze Zeit drin bleiben. Das habe ich so geliebt, als wir den Rest umgebaut haben. Einfach dieses frische Spachtel. Oh, das ist einfach mega. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr irgendwie auch so ein Geruchsfetischist seid. Ich liebe ja Tank, also Benzingeruch und frischer Spachtel, beziehungsweise so Baustelle. Oh, einfach mega. So, jetzt habe ich genug darüber gequatscht. Und ich wollte jetzt einmal hier kurz zeigen, wie gesagt, Felix hat einmal komplett gespachtelt. Genau, also hier ist die Tür, hier ist, wie gesagt, das Licht und eine Steckdose. Dann hat Felix auch hier unten eine Steckdose gemacht für den Wickeltisch. Und hier seht ihr, es ist alles gespachtelt und alles auch zu, sage ich mal, also alles mit Rehgips. Fertig. Und hier hinten seht ihr auch, hat Felix diese kleine Tür gemacht. Wir wollten ja hier hinten so einen kleinen Abstellraum haben. Und da hat Felix hier, wie gesagt, die Tür fertig. Die ist wirklich super mini. Aber das reicht. Die ist ungefähr 1,40 hoch. Und genau, dahinter ist dann sozusagen der Abstellraum. Da sieht es gerade so aus. Genau, das wird dann der Abstellraum. Und hier, wie gesagt, so eine kleine Tür. Kommt noch so eine Lamellentür rein, damit man da halt auch reingehen kann. Ja, die Balken werden natürlich noch gestrichen. Die kommen ja wieder in diesen ganz dunklen Braun wie alles andere bei uns auch. Und hier oben ist auch alles fertig. Licht funktioniert wie gesagt auch. Und auch hier die große Wand, alles fertig. Jetzt muss Felix das nur noch einmal alles schleifen. Die schlimmste Aufgabe, sagt er immer. Und dann kann die tatsächlich schon das zweite Mal gespachtelt werden. Das muss man ja immer zweimal machen. Und dann kann gestrichen werden. Genau, das zweite Mal spachteln ist hier für solche Ecken. Ihr seht vielleicht hier ist noch so eine kleine, ja, so ein kleiner Riss. Und das würde man natürlich sehen, wenn man das jetzt anmalt oder streicht. Und genauso wie hier die Schrauben. Da sind einfach immer noch so ein paar Löcher. Das kann man einfach nicht mit einmal spachteln machen. Und dementsprechend muss hier immer noch mal gespachtelt werden. Genau, so, ich muss mich einmal kurz hinsetzen. Ich habe schon wieder so Kreislauf heute. Genau, ich wollte euch aber einmal hier, wie gesagt, kurz einen Einblick geben, wie das hier gerade aussieht.
Jetzt wisst ihr da Bescheid. Wie gesagt, wir haben jetzt das Pfingstwochenende vor uns. Vielleicht passiert da noch das eine oder andere. Das wäre super schön. Eigentlich würde Felix das vielleicht auch schon schaffen, dass man schleift, nochmal spachtelt und nochmal schleift und dann schon streicht am Pfingstmontag eventuell. Aber er hat sich das nicht zum Ziel gemacht. Also ich habe gestern mit ihm darüber gesprochen und er hat gesagt, er möchte sich das nicht als Ziel machen. Genau. Wir haben ja auch noch ein wenig Zeit. Wir haben noch 3 Monate, dann muss das Zimmer erst fertig sein. Natürlich würde ich mich freuen, wenn das morgen schon fertig ist. Aber ja, wir haben ja Zeit. Er war jetzt super schnell dabei. Also er hat den Raum hier innerhalb von 5-6 Tagen fertig gemacht. Und nicht mal kompletten Tagen, also immer nur so kleine Stücke. Ja, und dann können wir hier endlich einrichten. Kann ich hier endlich einrichten. Ich freue mich so riesig drauf. Genau. Wir werden euch auf jeden Fall dann auch noch weiter mitnehmen hier. Ich wollte euch auch noch zeigen, wir haben noch etwas anderes neu gemacht bei uns. Und das gehört ja auch hier dazu in den Bauvlog, denn wir haben unten im Flur Laminat gelegt. Ich weiß nicht, einige wussten es vielleicht, dass wir unten einfach noch kein Laminat liegen hatten und den haben wir jetzt ja auch noch gelegt und das sieht so viel schöner aus. Das war einfach so ein Raum, der uns die ganze Zeit gestört hat, weil er immer unordentlich und dreckig aussah, weil halt nur die USB-Platten auf dem Boden waren. Und ja, jetzt ist da auch noch Laminat und das sieht so viel schöner aus. Und wir haben uns immer davor geschert, das zu machen. Ja, weil Laminat halt auch teuer ist. Und ja, dann bin ich einfach losgefahren irgendwann mal und habe einfach den Laminat gekauft. Ja, das Laminat heißt das, ne? Das Laminat gekauft. Ja. So, und jetzt zeige ich euch das auch noch. Den Laminat, das Laminat zeige ich euch auch noch kurz. Und dann sehen wir uns hier wieder, wenn Felix vielleicht morgen weitermacht. Heute hat er gesagt, möchte er nicht nach der Arbeit noch was machen. Vielleicht hat er nachher Lust oder so, wer weiß. Aber genau, ich will jetzt Update für euch. Und dann sehen wir uns unten im Flur. So, ich hoffe, euch stört der Staubsaugerroboter nicht. Der fährt nämlich gerade durch. Und das hier ist der besagte Flur. Hier stehen noch Kartons, weil wir haben gerade unsere neuen Hochstühle bekommen. Genau, und das ist der besagte Flur, wo die ganze Zeit kein Laminat liegt, also die, genau, die Ecke mit der Treppe. Und hier lag die ganze Zeit kein Laminat, wir hatten hier nur USB liegen. Und das, ja, hat Felix innerhalb von einem Tag, hat er hier komplett fertig gemacht, also Treppe noch angehoben und da mussten wir noch den Boden fertig legen. Dann hat er, genau, die Treppe angehoben, mit meinem Vater zusammen, und dann hat er hier Laminat gelegt. Und jetzt ist das hier auch schick. Das ist natürlich der gleiche Boden wie hier im Wohnzimmer. Hier fehlt noch eine Leiste, die dann so abschließt hier die Ecke. Aber da müssen wir eine ja, extra kaufen, weil dieser Eingang hier ist sehr breit. Ja, und so sieht das jetzt hier aus. Mit dem Laminat finde ich richtig schick. Unser Flur. Und wir sind einfach so begeistert, weil das macht einfach so einen riesen Unterschied. Ja, das haben wir also auch noch nebenbei gemacht. So, meine Lieben, Pfingstsonntag und Felix war fleißig. Fleißiger, als ich tatsächlich gedacht habe. Also, das ist wirklich viel passiert hier und Felix hört auch immer noch nicht auf. Er ist nämlich hier gerade fleißig am Abkleben von diesen einen Balken, denn er möchte sich jetzt ans Grudieren machen. Er hat nämlich heute einmal geschliffen und dann nochmal gespachtelt und dann nochmal geschliffen. Und das zeige ich euch gleich noch einmal. Also das ist jetzt fertig. Und ich habe gerade schon gefühlt, es fühlt sich an wie ein Babypopo. Ist so angenehm. Also das hat er echt gut gemacht, die Fugen und sowas. Ich habe euch ja diese Fuge gestern gezeigt. Die zeige ich euch gleich auch nochmal, damit ihr sehen könnt, wie das nach dem zweiten Mal spannend aussieht. Und genau, das klebt dann wie gesagt einmal kurz ab. Und dann wird er hier grundieren mit tiefem Grund. Das macht man um den Staub einmal so. Ja, wie sagt man schon? Ja, abzumachen von der Wand. Ja, damit da wir kein Staub mehr drauf ist. Perlt dann sozusagen ab. Damit man dann Staub bei Mark kann. Genau. Damit die Wand Farbe aufnehmen kann. Genau. Und dann hat er auch noch hier Acryl besorgt. Das muss nämlich heute auch noch gemacht werden, das, weil Acryl trocknet so lange. Genau, das brauchst du lang zum Trocknen. Und
Morgen ist ja noch ein Feiertag, ein freier Tag. Und da wollte er dann eventuell streichen. Und dementsprechend wollten wir dann, oder wollte er jetzt das Acryl über Nacht trocknen lassen, damit das dann morgen früh alles fertig ist. Deswegen wollte er das jetzt auch noch machen, obwohl wir schon 19 Uhr haben, aber ja, fleißig, fleißig. So, jetzt zeige ich das mal, wie das hier gerade aussieht. So, das hier ist die Kleiderschrankwand sozusagen. So sieht das Ganze aus. Ich finde, das sieht, wenn es so geschliffen ist und so, sieht es immer ganz anders aus. Und ich habe euch ja diese Fuge gestern gezeigt. Und hier seht ihr, da ist keine Rille mehr. Und das fühlt sich hier an wie ein weicher Babypopo. Das ist Wahnsinn. Genau. Richtig schön. Also alles fertig. Er hat jetzt hier auch aufgeräumt. Und hier, wie gesagt, klebt er gerade kurz ab. Einigermaßen geschützt sein. So. So, und hier ist die Türseite, die Wickeltischwand. Ist auch alles fertig. Und die Decke natürlich auch. Das leidige Thema, die Decke. Genau, so sieht es hier aus. Kein Bock mehr zu machen. Ich komme hier. Lieben, Pfingstmontag und Felix war mal wieder mega fleißig. Er hat gestern noch Acryl gemacht und Tiefengrund gestrichen. Genau, habe ich euch ja erklärt, wofür Tiefengrund da ist. Und jetzt ist er schon die ganze Zeit am Streichen und vielleicht schauen wir mal, wie weit er ist. Sollen wir gucken, komm. Kommen wir nicht. So, ihr seht hier, weiß, da nicht weiß. Ich muss einmal kurz Lia hier mit rein. Und komm her, Schatz. Komm mal, das Handnummer führt dich an der Farbe hier vorbei. So, warte, aufpassen. Das ist überall Farbe, Schatz. Pass auf, guck mal hier, Lia, da nicht reintreten. Super, toll. Ah, perfekt. Guck mal, jetzt hier stehen bleiben, ja? So, also hier seht ihr, weiß. Und da ist auch alles komplett schon weiß, aber ich drehe euch einfach mal um, dann seht ihr es besser. So, hier ist also die Schrankwand, sage ich mal. Hier oben ist die Decke auch schon soweit fertig, nur das Fenster fehlt. Das muss vielleicht noch abkleben. Ja, und dann schick, schick, alles weiß. Hier fehlt noch. Hier ist also noch eine Wand, die noch gemacht werden muss, aber das geht ja jetzt fix. Die Wickeltischwand auch fertig. Seid ihr live dabei, wie hier das letzte Stück gestrichen wird? Pass auf, guck hier, jetzt malt er, ne? Jetzt malt der Papa das an. So, fertig! Wahnsinn, wie das leuchtet, ey. Wir haben auch das perfekte Wetter dafür. So, Felix hat jetzt das zweite Mal gestrichen und man sieht gar nichts mehr. Also von den Gipsplatten ist nichts mehr zu sehen. Und jetzt zeichnet er gerade an, wo die Täfelung hinkommt. Ich glaube, das seht ihr gar nicht so gut. Ne, seht ihr gar nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt überall einen Strich gemacht, so wo er jetzt rosa streichen muss, denn dieses Stück kommt ja rosa. Und das haben wir jetzt gerade auch schon angemischt, die Farbe.
Die haben wir hier selber angemischt. Einmal haben wir hier probiert in so einem kleinen Bottich und jetzt haben wir hier die große, ein richtig schönes helles Rosa. Hier haben wir schon einmal gestrichen. Das ist aber auch, das seht ihr auch nicht, weil es wirklich ein sehr feines Rosa ist. Es klebt Felix den Rand ab und unten, da wo die Teflung hinkommt, und dann wird gestrichen. Und genau, ich werde jetzt kurz weg sein und in der Zeit wird Felix hier wahrscheinlich fertig werden. Ich bin super gespannt, wie das nachher aussieht. Und ja, dann ist es hier fertig sozusagen. Dann kann dann hier Boden rein und danach kommt dann die Teflung an die Wand. Ja. So, wir kleben auch noch oben einmal den Rand komplett ab. Das haben wir bei Lia auch gemacht. Das finde ich einfach am schönsten, wenn da noch so ein kleiner weißer Rand nachher übrig ist. Genau. Hier seht ihr auch nochmal die rote Farbe. Nicht die Helligkeit ein bisschen runterstellen. Genau. So schön hier. Wahnsinn. So, meine Lieben, ein kleines Update. Ihr seht, rosa. Aber ich möchte noch gar nicht so viel verraten. Ich wollte nämlich diesen Baublock hier beenden und euch jetzt im nächsten Baublock mitnehmen, denn Felix legt heute Laminat. Und das ist, finde ich, jetzt irgendwie so ein großer Schritt, den ich gerne im extra Video festhalten wollte. Und genau, deswegen verabschiede ich mich jetzt und starte direkt einen neuen. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi!